Ich bin erschrocken. Da seid ihr ja schon wieder. Hier ist der Randy, der Mann der guten Laune. Jawohl. Schön, dass ihr wieder da seid, Menschenskinder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. 100% gute Laune. Und ich bin beim Saubeet. Schaubeet. Entschuldigung. So, hier. Uiuiui. Ja, und wo sind wir da genau? Hier. Ihinger Hof. Versuchsstation Agrarwissenschaften. So. So. Also nach meinen wissenschaftlichen Agrarerkundungen sage ich, das ist alles top hier, das ist super. Und ich nehme euch da mal mit, das ist ja ein Schaubeet. Wir schauen uns das Ganze mal kurz so im Überblick an. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es das eine oder andere, was ich noch nicht wusste. Tja. Hier zum Beispiel Einkorn ist also bekanntlich dann weniger als Mehrkorn oder Vollkorn. Kamut, 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 Kamut. Achtung, ich zeig's euch. Tja. Kamut, Kamut. Was fällt mir dazu ein? Kamut steht mir gut. Gehen wir mal weiter. Freunde, Freunde, Achtung. Ja, was fällt einem zum Hafer ein? Schöner kann's auch im Winter nicht sein. Ja, klar. Dann Hafer, Schwarzhafer, ja, mein Gott, ja. Ob schwarz oder weiß, Hafer ist für mich immer gleich. Fällt mir dazu ein. So, mal gucken. Oh, jetzt, Freunde, jetzt sind die Schwaben da gefordert. Ja, Freunde, jetzt gibt es nämlich Linse. Ich sehe zwar keine, außer meine Kontaktlinse. Nein, ich habe keine, aber Freunde, schaut mal. Linsen. Und hier sollen sie sein. Also wie gesagt, ich sehe keine, da müsst ihr Linsen schauen. Heust in der Schweiz. Ne? So, meine Schweizer Freunde dadurch sind auch gegrüßt. Mischanbau Haferlinse. Hast du Hafer vor der Linse? Ja. Fällt mir nichts mehr ein, denn dann hat es vielleicht sollen so sein. Ja. Gucken wir mal. Ach du lieber Himmel, hier, hier, Achtung, tierisches Produkt. Oho, die schläft ja. Kuckuck. Halt hier. Ja. Und Freunde, Sonnenblumen. Ja, mit diesen tollen Sonnenblumenbildern. Ja. Und die sind wirklich, die strahlen so wie ich, voller Sonne. Ja, super, toll. Da haben wir ein Feld, Unkraut vielleicht. Nein, Emmer, Emmer, ja. Emmer. Sieht man auch, wenn es dämmert. Also Nachtdämmerung in dem Sinn. Ah, Franzin. Zweizeilige Sommergerste. Oh, sieht alles schön und gut aus. Kann man ernten, muss man aber nicht. So, und machen wir etwas schneller. Und zwar im Überflug. Schaut euch das mal an, ja. Also ich würde sagen, ja, ihr habt es gesehen. Oh, jetzt Achtung, Achtung, ich nehme euch hier nochmal mit. Denn das ist auch ein Hit, so. Wo seid ihr denn? Ich will euch hier noch was zeigen, Menschenskind, wenn wir doch schon mal da sind. Freunde, Freunde. So, und zwar hier, das ist, nein, nein, das sieht vielleicht so aus wie Mais, ist es aber nicht, denn es ist, und da grüße ich die Leute aus dem Sudan, es ist das Sudangras, die wissen es wohl am besten, und wenn ihr mir nicht glaubt, hier steht's.
Ja, und das gibt's halt nur am Ihinger Hof, Freunde. Ja, ich bin der Dschungelkönig, so auf die Art und Weise. Oder Halloween kann man sich auch gut verstecken, wenn man sowas statt Hecken kann man sich da drin auch gut verstecken, wenn man sowas hat. Dann wird's bunt, denn irgendwann geht's bei uns rund, dann machen wir es lieber bunt, ihr seht's. Ja. Freunde, und da hinten gibt es auch noch was. Ah, das ist alles toll, das ist schön. Also, wenn euch sowas interessiert, Ihinger Hof, der ist groß und nicht doof, denn hier wird man hell in der Birne, was es alles so gibt. Ich wusste es nicht, dass es so viele Sachen gibt bei uns hier im Lande. Also, ich finde es interessant. Ich bin sowieso ein Naturfreund, Freunde, und mit diesen Naturbildern vom Ihinger Hof sage ich, ich bin jetzt schlauer und gewiss nicht doof. Grüße an den Ihinger Hof und vielen Dank. Und mit diesen Danksagungsbildern sage ich Servus, piep, 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 ich hab euch lieb. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten, richtig ist hier alles klar. Es darf auch gerne geteilt werden, dieses Video. Dankeschön, bis zum nächsten. Ich bin raus und ich heiße bekanntlich Andi und nicht Klaus.